Hallo zusammen. Moin, ihr Lieben. Wir machen heute nochmal zusammen ein Rum-Video und haben uns da einen neuen aus dem Sortiment rausgesucht. Aus Panama, Kill Devil Single Cask Rum. 13 Jahre, schlappe 60,53. Alter, ist das klein geschrieben. 3 Volumenprozent. Nein, ich brauche keine Brille. Das sagt er jetzt noch. Nach dem Rum kann er eh nichts mehr lesen. wie gesagt, Panama destilliert und ich würde sagen, wir fangen einfach direkt mit der Nase an. Genau. Hat leichte Vanillenoten. Also ich muss dazu sagen, ich habe den Rum ungefähr 5 Minuten vorher eingeschenkt, weil ich der festen Überzeugung bin, dass Rum noch mehr davon profitiert als Whisky, wenn man ihm eine gewisse Zeit im Glas gibt. Er öffnet sich einfach besser. Und gerade bei den 60,3 Volumenprozent, wenn du so einen Rum frisch einschenkst, dann hast du gefühlt erstmal nur Alkohol in der Nase. Und ich finde, wenn man jetzt ins Glas reinschnuppert, dann hat man schon ordentliche Aromen, ne? Ja. Ich bin wieder bei Rumrosine. Ich bin auf jeden Fall bei dunklen, getrockneten Früchten. Ja, ich finde aber auch ein bisschen ledrig. Kommt ja ein bisschen durch. Ja. Ich habe das. Zimt habe ich noch. Ja, da wäre ich von alleine nicht drauf gekommen, aber als ich daran gerochen habe, habe ich irgendwie Weihnachtlichkeit im Hinterkopf gehabt, aber ich konnte es nicht zuordnen. Dann ist das Zimt. Ein bisschen so Zimtrinde, ein bisschen Leder habe ich da in der Nase. Und ich habe das, was ich eigentlich immer bei fast starken Rums habe. Ich habe wieder die Assoziation Fußballplatz und aufgeschlagenes Knie. Ich habe immer dieses leichte Hansaplast drin. Aber es ist total dezent. Also im Vergleich zu unserem letzten Video, wo ich das hatte. Und ich finde auch, mit der Wärme wird die Fruchtigkeit immer intensiver. Mhm. Ne? Wenn er so schmeckt, wie er riecht, ist er lecker. Ein bisschen dunkle Schokolade habe ich aber auch noch, was durchkommt. Mhm. Also schön komplex wirklich. Ich finde sogar noch Karamell mit drin. Ja, würde ich auch zugeben. So einmal Weihnachtsbäckerei. Findest du, dass der im Ledersattel? Findest du, dass der Alkohol, dass der stark ist? Nee, ne? Jetzt nicht mehr. Ich habe eben mal dran gerochen gehabt, als er frisch drin war, da hat der Alkohol echt komplett übernommen. Ja. Jetzt, wo er ein bisschen verflogen ist, ein bisschen wärmer wird, geht das echt schön zurück. Und gibt wirklich diese tollen Aromenpreis. Wenn ich das auf der Flasche richtig gelesen habe, ich muss gestehen, wir haben gesagt, wir machen so ein schnelles Video. Aber wenn ich das richtig gelesen habe, ist das ein Rum, der zumindest eine Zeit lang noch in Schottland gelegen ist. Quality bla bla, Rum from the Caribbean and further afield. Single cars are specially select for shipping to Scotland. To be careful and traditional bottled and... Okay. Ja, weiß man nicht hundertprozentig. Also kann sein, dass sie das nach Schottland holen und da direkt abfüllen. Könnte aber auch sein, dass ein gewisser Reifeprozess noch in Schottland stattfindet. Wenn ich jetzt überlege, wir haben in den Ländern, wo halt einfach die Temperatur deutlich höher ist, haben wir natürlich einen höheren Angel Share. Und wenn wir hier bei 60,3 Volumenprozent bei 13 Jahren sind, dann ist das ja fast schon mit einem Whisky vergleichbar. Ne? Also 13-jährige Whiskys mit 60,3 Volumenprozent ist auch irgendwo realistisch. Deshalb würde ich vermuten, es ist nicht hundertprozentig aufgelöst, aber ich würde fast vermuten, dass dieser Whisky in Schottland gereift ist und nicht in der Karibik, weil sonst wahrscheinlich der Alkoholgehalt niedriger wäre. Aber das ist eine reine Vermutung. Vielleicht liege ich auch total falsch. Obwohl Friedel meinte letztens, ja, dass wenn die in der Karibik reifen, dass die so schnell verdunsten, dass der Alkohol eher konzentriert wird, als dass er sich reduziert, weil er keine Zeit hat zum Reduzieren. Okay. Dass die Flüssigkeit eher konzentriert wird, weil es so schnell verdunstet und dadurch der Alkohol eher noch steigt, als dass er wenig wird. Also kann es auch Karibik sein. Könnte ja sein, dass jemand zuguckt, der das weiß. Der kann ja mal kommentieren. Ne? Weil wir lernen auch immer noch gerne dazu. So ist es nicht, ne? Ja. Also vom Aroma, von der Nase war ich mal schön, aber ich glaube, wir probieren jetzt mal. Krieg das Grinsen nicht mehr aus dem Gesicht. Oh, das ist noch rum. Oh, der gefällt mir richtig gut. Er hat eine schön leichte Süße, finde ich.
Also ja. Er ist was süßlich, ja, ja. Nicht pappsüß. Boah, der. Und der verbreitet sich im Mund. Und dann kommt die Schokolade auch ein bisschen mehr durch. Oh, ich hab, also jetzt müssten wir eigentlich einen Comic-Effekt reinmachen. Ne? Eigentlich müsste der Mund aber mal ein also ihr seht es wahrscheinlich meinem Gesicht an. Ich weiß zu schätzen, was ich da gerade probiert habe. Aber es ist ehrlicherweise nicht meins. Mhm. Es ist mir zu herb. Ja. Es hat so eine bittere, tranige, herbe Note irgendwie drin, die ich nicht mag, die ich auch sonst bei Spirituose nicht mag. Deshalb wäre meine Bewertung für das Produkt total unfair, ja, weil es einfach nicht deins mein ist, ja, subjektiver Geschmack ist. Was ich aber ganz klar dazu sagen kann, ist, der Alkohol macht sich am Gaumen spürbar breit in Wärme und in Aromatik, geht die Speiseröhre richtig lang runter. Und häufig ist es ja so, wenn man etwas nicht so gerne mag, dann hat man die Aromen natürlich noch viel intensiver da. Ne? Also der schmeckt die ganze Zeit jetzt nach. Ich finde, dass die Fruchtigkeit, die wir in der Nase hatten, nicht mehr so stark da ist. Also ich habe immer noch eine feine Süße, ja, aber für mich bleibt halt diese ölige, leicht herbe Note irgendwie zurück. Ja. Also mich, bei mir, ich mag ja Rum echt gerne. Bei mir schlägt sich das eher in dieses, das Herbe habe ich auch, ja, mhm, aber das kommt mir so ein süß-herbes eher rüber. So ein bisschen wirklich wie, oh, diese Zart-Bitter-Schokolade, ja, was ich da habe. Diese gewürzigen Würznoten kommen noch ein bisschen durch, also diese Zimtrinde, was wir ja auch neben der Nase hatten. Und das Leerige finde ich jetzt gar nicht mehr. Und da kommt eher dann wirklich das... Ja, dann machen wir hopp. Justus will mittrinken. Ist der eine Hund nicht da, will der andere mit ins Bild. Unsere Hunde stehen auf Kameras. Also, kann man nichts dafür. Also was ich ganz klar sagen kann, ne, das klang jetzt vielleicht im ersten Moment vernichten. Jetzt weiß ich auch, was der Rum kostet. Der Rum liegt ganz grob zwischen 90 und 95 Euro. Ich schmecke, dass das qualitativ wirklich hochwertig ist. Ja. Und ich weiß auch, dass unsere Rumtrinker, die auf diesem Weg unterwegs sind, dass die das mögen. Es ist halt einfach nicht meins. Aber ich glaube, der wird auch wieder gut zu einer relativ leichten Zigarre passen. Wenn man jetzt mal eine Zigarre dazu nehmen würde, mhm, nicht zu kräftig, mhm, relativ leicht, so eine Santa Damiana, mhm, zum Beispiel bei uns aus dem Shop, die finde ich passt, wird da ganz gut zu passen. Mhm. Nicht zu kräftig, hat eine leichte Süße, der mitspielt, hat diese herben Noten, was sich an Zartbitterschokolade für mich erinnert, weniger Frucht, wirklich diese leichte Karamellnote, mhm, ein bisschen Zimt, ein bisschen Würze. Ich glaube, dass ich mit einer Zigarre zum Mann sehr, sehr gut vertragen würde. Das nehmen wir mal so als Endspruch. Mhm. Gucken wir unser Kamerakind an, die jetzt unbemerkt ganz schnell zur Kamera eilt. Und wünsche euch noch einen schönen Tag. Macht es gut. Ciao. Tschüss.